Guten Tag, Herr Hering. Ich freue Guten mich, Tag, Herr Petrovic. Sie zu sehen. Nur kurz für das bulgarische Auditorium. Ich werde Sie vorstellen. Sie sind ja in Deutschland bekannt. Aber das ist Ihr erstes Buch, das so in Bulgarisch erscheint. Sie sind Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Und in den letzten 20 Jahren schreiben Sie für das Handelsblatt. Sie betreiben jetzt auch Ihren eigenen Blog Geld und mehr, den ich auch gerne lese. Und Sie haben auch viele wirtschaftsjournalistische Preise, Buchpreise. Und Sie sind auch Mitbegründer von manchen Vereinen. Sie können sogar ein bisschen ja, davon erzählen, von welchen. Der große Verein ist das World World Economics Association. Ich wollte jetzt World Nicht Economic World Forum Economic sagen, Forum. weil ich so viel über das World Economic Forum schreibe, aber es ist die World Economics Association gedacht als Konkurrent zur American Economic Association. Ich bin zwar noch im Direktorium, aber nicht mehr allzu aktiv, weil ich so sehr viel anderes mache. Ja. Die Association hat sehr viele Mitglieder und bringt Bücher raus. Ich habe gesehen, über 12.000, wenn ich mich nicht irre. Ja, über 12.000 Mitglieder. Ich glaube, 16.000 sind sogar. Wow. Bin aber nicht ganz sicher im aktuellen Stand. Ja, Buchreihen, Zeitschriften, Symposien, die eben eine alternative Sichtweise auf die Ökonomie auch zur Geltung bringen sollen, nicht nur die in den Lehrbüchern und bei den etablierten Zeitschriften vorherrscht. Ja, das ist gut. Okay, fangen wir direkt mal an mit einer so Frage oder mit den Ereignissen von dem letzten Monat. Wir haben schon World Economic Forum erwähnt. Wahrscheinlich wird das so einer der Hauptthemen unseres Gesprächs sein. Und das Treffen in Davos am 17. Januar hat auch stattgefunden. Und Ursula von der Leyen und Olaf Scholz haben so mit Klaus Schwab gesprochen. Es sah so aus, dass die Machtverhältnisse irgendwie nicht so seien, dass die Regierungen und die sozusagen die Politiker die Macht haben in diesem Sinne. Aber so haben sich so ihre Erwartungen bestätigt irgendwie, wenn sie noch einmal sich dieses Treffen angeschaut haben. Ja, also die Erwartungen sind so festgefügt, dass ich mir nur wenig angeschaut habe, weil das, was man in der Öffentlichkeit zu sehen bekommt, sind ja auch sehr viele Sprechblasen und ist nicht allzu interessant. Ja. Das Interessante findet ja im Hintergrund statt, dieses IGWEL-Treffen. Ich habe jetzt vergessen, wie der ausführliche Name ist, aber so ein kleines Bilderberg im Rahmen des Davos-Treffens, wo sich die Regierungschefs und Minister mit den Wirtschaftsgrößen treffen, hinter geschlossenen Türen und dort Agenten setzen praktisch. Ne? Das wird vom Weltwirtschaftsforum auch in internen Publikationen so beschrieben als eine hervorragende Möglichkeit für die Konzernchefs, da ihre Agenten an die Politik zu bringen. Aber wie Sie sagen, das Machtgefälle, in welche Richtung das geht, wird schon sehr deutlich, wenn jedes Jahr 70 oder 80 der wichtigsten Regierungschefs dann nach Davos pilgern, um den Konzernchefs ihre Aufwartung zu machen. Ja. Das ist ja eigentlich nicht das, was man erwarten dürfte. Und in dem Buch beschreibe ich eben den langen Weg, den das Weltwirtschaftsforum genommen hat, um dahin zu kommen. Angefangen mit den schwächeren Staaten, denen man Gelegenheit gegeben hat, sich vor den Investoren zu präsentieren. Und
Und dann ist man langsam die Leiter hoch der Bedeutung. Und inzwischen ist das Weltwirtschaftsforum, obwohl es eine Großkonzernlobby ist, als internationale Organisation anerkannt und wird als solche auch in die Aktionen der UN eingebunden. Das Forum selbst und die Konzerne, die das Forum ausmachen, finanziert einen ganz großen Teil der Arbeit der UN. Bei der Weltgesundheitsorganisation sind es 80% und bestimmen eben auch, wo es lang geht. Und die Arbeit der UN-Organisation dient, ist in großem Maße schon dahingehend optimiert, dass sie den Interessen der Großkonzerne dient oder zumindest wird dafür gesorgt, dass es auf keinen Fall zuwiderläuft. Also alles über öffentlich-private Partnerschaften, wo die privaten Konzerne viel vom Geld geben und dann auch bestimmen, wie es läuft. Ja, Sie beschreiben auch die Ausbeutung von den Entwicklungsländern, von solchen großen Lobbymächten und von den großen Ländern und Konzernen, wie zum Beispiel in Kenia, dass so ein Grundeinkommen eingeführt wurde als Experiment. So, wie weit sind wir eigentlich von der Einführung von einem Grundeinkommen, so weltweit? Weltweit noch relativ weit weg. Aber die Experimente, die da gemacht werden, die sind schon sehr, sehr großformatig. Also in Somalia, wo es dann aber einen Militärputsch gab, der das, glaube ich, aufgehalten hat. Aber der Plan war, 80% der Bevölkerung auf ein Grundeinkommen zu setzen von $5 im Monat. Genug, damit man nicht verhungert, ne? Aber genug, damit man eben auch mitmacht und sich an dieses digitale Band hängen lässt, aber nicht, und auch nicht sehr teuer, ne? Also wirklich eine super Möglichkeit, um eine große, sensible Nation, ne? Mit viel Islamismus und Terrorpotenzial irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Das ist natürlich das Programm. Also wenn Sie von Ausbeutung gesprochen haben, ja, das sehe ich so. Der Kern ist da das Absaugen der Daten. Also alle Daten aus Afrika und anderen armen Ländern sollen letztlich in Silicon Valley gehen. Dass die eben, da werden keine Stromleitungen mehr gebaut, sondern den Menschen werden mit Geld von Weltbank und anderen internationalen Organisationen werden kleine mobile Solarsysteme vermietet. Das ist das neue Konzept mit Verbindung ins Internet und vollem Datenzugriff aus dem Silicon Valley. Und man bezahlt dann per mobilem Geld jeden Tag seine 30 oder 50 Cent und dann läuft das Ding. Und wenn man nicht bezahlt, wird es abgeschaltet. Und selbst wenn man es dann irgendwann abbezahlt hat, die Daten laufen weiter in Silicon Valley, ne? Und das ist natürlich auch keine Strategie, um ein Land zu entwickeln, wenn man allen Leuten, die irgendwo auf dem Land lebt, genug Energie gibt, um einen Kühlschrank, einen Fernseher und eine Lampe zu betreiben. Das ist toll für die, wenn sie es vorher nicht hatten, aber das ist natürlich nichts, um da Kleinindustrie entstehen zu lassen und all sowas. Das wird eher verhindert, dadurch, dass eben, dass man sagen kann, ja, die haben ja jetzt schon mal das Nötigste, ne? Und die Industrie soll sich halt ansiedeln, wo es mehr Strom gibt. Aber dass dann Strom auf die Dörfer kommt oder so, das findet dann ja noch weniger statt als vorher. Aber macht ja nichts. Das Silicon Valley hatte die volle Kontrolle. Ja, so Sie beschreiben in Ihrem Buch auch Non-Traveler, ID 2020, alle diese Digitalpässe, die auch diese Funktion haben, die Kontrolle über die Daten. Die Daten sind quasi ja das neue Gold wahrscheinlich. Und so wäre jetzt meine Frage, so man
spricht von einem so endemischen Stadium, ja, aber die grünen Pässe bleiben und man sagt jetzt, dass sie bis Mitte nächsten Jahres bleiben werden oder sowas, das wird besprochen. Was halten Sie davon? Wird man wirklich so die grünen Pässe abschaffen? Nee, die bleiben auf Dauer. Also die Idee ist, diese Panik vor, diese Gesundheitspanik, die wird ja weiter betrieben. Ja. Die Idee ist, dass es neue Impfungen geben soll, die zumindest angeblich gegen Grippe und gegen alle Corona-Varianten helfen. Und der neue Spruch ist ja jetzt nicht mehr vollständig geimpft, sondern Impfung auf neuestem Stand. Das heißt, man kann dann künftig bei jeder Grippewelle das sofort wieder aktivieren und Hauptsache wird beim Reisen sein, beim Fliegen und vielleicht Grenzübertritten, dann wird verlangt, Impfpass muss zeigen, dass die Impfung auf neuestem Stand ist, dass man diese Superimpfung gegen alle Infektionskrankheiten hat, sonst darf man nicht fliegen. Und für solche Zwecke wird dieser Impfpass zumindest über das Reisen dauerhaft beibehalten. Und da können die US-Amerikaner ja auch letztlich alles durchsetzen. Wenn die sagen, für die Einreise in die USA ist das nötig und sehr viel geht ja da in die USA, dann wird es internationaler Standard und dann wird dieser Pass, den eben diese Organisationen wie Microsoft, Weltwirtschaftsforum, Rockefeller Stiftung und Gates Stiftung, die haben das entwickelt, dass das weltweit einheitlich funktioniert. Die werden das auch dauerhaft so durchsetzen können. Und was in Kanada jetzt im Moment passiert, ist ja dramatisch und zeigt genau, worauf es rausläuft. Da ist ja einerseits dieser Gesundheitspass, ne, der unbedingt durchgesetzt werden soll und gegen den sich die Trucker jetzt, die Lastwagenfahrer jetzt wehren mit Straßenblockaden und alles und richtig gefährlich werden für die Regierung. Und was passiert? Das zweite Element der Oppression wird gezogen. Es wurde der Notstand ausgerufen. Und das wird dafür genutzt, dass jetzt die Banken beauftragt werden, nachzuforschen, wer entweder so ein Trucker ist, der da mitmacht, oder wer diese Trucker unterstützt mit Spenden oder ähnliches. Und all denen werden die Konten eingefroren. Und zwar, die können nicht mehr an ihr Geld rankommen. Und zwar auf Verdacht hin. Und die können sich auch nicht dagegen wehren. Die Banken sind immunisiert, denen kann nichts passieren, wenn sie da mal einen Fehler machen. Ne? Und die werden jetzt natürlich im Zweifel lieber zu viele als zu wenige einfrieren. Und jeder, der irgendwie auf Facebook seine Unterstützung bekundet hat, ist jetzt damit bedroht, dass er sein Geld nicht mehr bekommt. Viele Leute haben schon ihren Job verloren, weil sie gespendet haben an die Lastwagenfahrer. Also man sieht, in einer, man dachte, sehr liberalen westlichen Gesellschaft kann von einem Tag auf den anderen fast zu totalitären Entwicklungen kommen. Das kann noch passieren, dass das Parlament das Notstandsgesetz stoppt nächste Woche. Aber man hat jetzt schon mal gesehen, wo das hinlaufen soll. Genau das ist die Idee, totale Kontrolle über alle Bürger. Ja, und das sieht wirklich wie ein totalitaristisches Regime aus. Ja, das meine ich. Und was Sie eben gesagt haben von Kanada, das ist einfach schrecklich, weil sogar wenn die Menschen aufwachen, sie können gar nichts tun. Ich habe mir gedacht, während ich Ihr Buch übersetzt habe, wenn alle Menschen wissen, was sie erklären, wird so wirklich alles ans Licht kommen und zum Bewusstsein der Menschen. Die Menschen werden so irgendwie alles verstehen, ja. Aber
Was wird dann geschehen, kann ich mir nicht vorstellen, weil so die Macht von oben und dieser Zwang, ja, das läuft immer weiter. Und wie Sie gesagt haben, diese Grippewelle, diese Impfpässe und so weiter, aber viele Menschen verstehen das nicht. Und das ist für mich so das größte Problem. Es gibt viele Intellektuellen, viele Professoren, viele Menschen, die ich kenne, und sie überhaupt wollen das nicht anerkennen. Wie erklären Sie sich das Versagen der Intellektuellen? Naja, die meisten Intellektuellen sind Profiteure des Systems. Und also ich hätte auch ein viel bequemeres und besseres Leben, wenn ich still wäre. Man wird von den wichtigen Leuten hofiert und anerkannt. Und man darf durchaus links und kritisch und alles sein und schreiben, solange das einigermaßen abstrakt bleibt und nicht in irgendwelche Aufforderungen zum Handeln mündet oder sowas, dann ist das alles okay. Dann zeugt es von Liberalismus und so und wird auch gern gesehen. Aber sobald es konkret wird und viele von diesen Intellektuellen finden dann die Ausflucht, indem sie auf die immer noch größeren Probleme gehen und die großen Ungleichheiten der Welt und so, ja, ne? Und distanzieren sich jetzt von Corona-Protesten oder diesen Protesten in Kanada, weil sie sagen, das ist ja alles viel zu kurz gesprungen, ne? Das löst nicht die großen Probleme des Kapitalismus, das ist verblendet oder sowas, ne? Also die machen immer die ganz großen Probleme auf, das klingt gut und kritisch und alles, ne? Aber sobald es dann irgendwie in Richtung Handeln gehen würden, dann schießen sie dagegen im Sinne der Mächtigen, indem sie eben gerade die großen Probleme dagegen halten. Aber man darf da auch nicht defätistisch werden, weil die Mächtigen so mächtig aussehen. Die Tatsache, dass das jetzt in Kanada passiert, ist ein Zeichen, wie kritisch es ist, auch für diejenigen, die diese Agenda verfolgen, weil die wollen das ja nicht. Die wollen ihre Folterwerkzeuge ja nicht so zeigen. Das soll ja eigentlich eher unbemerkt ablaufen, dass sie jetzt wirklich das ganz große Besteck rausholen müssen, ne? Und den Totalitarismus so öffentlich machen müssen, ist ein Zeichen, dass es schon fast schiefgegangen ist. Ja. Und der Plan ist so monströs, dass man sich jetzt nicht hingeben sollte der Vorstellung, der muss auf jeden Fall klappen und da kann man gar nichts dagegen machen. Also im Gegenteil, es ist eigentlich schwer zu glauben, dass jemand solche Pläne überhaupt, es glauben die meisten ja nicht, ne, dass es so einen Plan überhaupt geben kann, weil er so monströs ist, alle Menschen auf der Welt zu kontrollieren in dieser Form. Von daher ist es auch nicht zu optimistisch zu sagen, dieser monströse Plan kann auch schief gehen, weil zu viele Leute wie in Kanada oder die Gelbwesten in Frankreich dann irgendwann sich doch nicht mehr niederknüppeln lassen. Oder also ich denke an Gandhi, ne? der ja irgendwann gewonnen hatte, indem immer noch mehr Leute auf die Straßen gesessen sind, nichts getan haben und niedergeknüppelt wurden und es den Leuten in England nicht mehr klarzumachen war, dass man bei den Guten ist. Das ist ja immer das Wichtige. Man muss der eigenen Bevölkerung sagen, man ist bei den Guten, ne? Und das ging dann nicht mehr. Und das ist jetzt bei den Spaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Viele Demonstrationen wurden verboten. Dann sind die Leute spazieren gegangen. Und das wurde dann auch wieder kriminalisiert, spazieren zu gehen und so. Und die Leute wurden bestraft, zum Teil niedergeknüppelt und so. Und das ist dann ganz problematisch, ne? Wenn offenkundig friedfertige Menschen dann von der Staatsgewalt derart attackiert werden, dann droht die Fassade zu zerbrechen. Und wenn solche Dinge passieren, dann weiß man einfach nicht, was passiert. Insofern, Hoffnung ist immer. Ja, so, da sind die Mediennarrative, die eigentlich
langsam zerbröckeln, ja. Und zum Beispiel über diese Spaziergänge, ich habe sie alle gesehen in Deutschland, das ist sehr gut, was dort stattfindet. Hier gab es einen Protest letzten Monat und jetzt am 23. ist noch ein Protest angekündigt. Und diese Woche haben die Medien schon angefangen, sozusagen, dass in diesen Protesten schon Extremisten geben wird, weil die Organisatoren mit irgendwelchen Kriminellen verbunden sind. So, Sie verstehen, das alles ist so eine Medienblase wieder und so werden die Menschen so niedergemacht und gestempelt. Das geschieht leider überall hin und in den Protesten in Kanada haben wir gesehen, auch die Menschen, Videos, es gibt Videos, die Menschen umarmen sich, das läuft so friedlich. Aber sie werden auch gestempelt von den Medien mit Rechtsextremisten und überhaupt Provokateuren, glaube ich. Ja. Ja. Man darf das als Zeichen des Erfolges nehmen. Je nervöser die Macht wird, desto wilder werden die Gegenreaktionen. Insofern ist durchaus Hoffnung, wenn die Gegenreaktionen aus den Fugen geraten. Ja, und es so totalitär wird wie in Kanada und für jeden offensichtlich, dass es außer Relation ist. Das wird ja wie die größte Terrorgefahr behandelt, ne, Patrak. Und ausgerechnet von Trudeau, der vor wenig mehr als einem Jahr die indischen Bauern, die Straßen blockiert hatten, mit Solidaritätsgesten bedacht hat und so, ne? Und der nimmt jetzt das ganz große Geschütz gegen die eigenen. Ja, das ist einfach absurd. Ich wollte Ihnen auch eine Frage stellen über Gavi. Sie beschreiben Gavi, das ist die Global Alliance for Vaccination and Immunization. Ja. Und so ist auch Gavi ein Kind des Weltwirtschaftsforums? Gut, die sind immer in unterschiedlicher Kombination da. Mhm. Insofern bin ich nicht mehr ganz sicher. Mhm. Die Gates-Stiftung ist drin. Ich glaube, die Rockefeller-Stiftung. Ich glaube auch das Weltwirtschaftsforum. Auf jeden Fall ist es diese Gruppe an Institutionen und Unternehmen, die eigentlich immer dabei sind bei der Better Than Cash Alliance zur Bargeldabschaffung, bei ID 2020, Known Traveler, Accenture ist, glaube ich, dabei, Deloitte. Diese Gruppe ist in unterschiedlichen Kombinationen. Ich kann es mir nicht bei allen merken, wer jetzt jeweils das Geld gegeben hat und drin ist, aber ich würde es vermuten. Wenn nicht, dann sind es die Konzerne, die beim Weltwirtschaftsforum das Sagen haben. Ja, the usual suspects, wie man sagt. Ja. Ich wollte auch so fragen, es gibt auch Impfzwang bzw. Impfpflicht fast in allen Ländern. Aber in Deutschland, soweit ich verstanden habe, laut Berichten, gibt es etliche hunderte Millionen Impfungen, die schon bestellt und gekauft sind. So. Und, knapp 600 Millionen wurden 2021, also als die meisten schon geimpft waren, über 500 Millionen Impfdosen bestellt. Und, das sind knapp 7 Impfdosen pro Person. Und also, 21 pro Millionen, Person. Ja, Entschuldigung. Ja, also es hat auch noch keiner erklärt, was das soll von der Regierung. Ja. Was soll das wirklich? So, es gibt 21 Millionen Menschen in Deutschland, die sich haben nicht impfen lassen. Ja? Und was wird so aus Ihrer Sicht wirklich mit allen diesen Impfdosen geschehen? Das ist Wahnsinn. Es ist, ja, sie werden verschenkt nach Bulgarien und Afrika. Aber in Bulgarien wollen sie die Menschen auch nicht impfen lassen. Man will ja solidarisch sein. Ja, und dann wurde AstraZeneca, das keiner mehr haben wollte, wurde nach Afrika verschenkt. Es ist so zynisch, man glaubt es kaum. Tut mir leid, dass ich lache, aber es ist ja, es ist zum Lachen. Es ist zum Lachen einfach. Sie verspotten uns, das ist offensichtlich. Und aber das funktioniert auch in Bulgarien nicht. Wir haben die niedrigste Impfquote in Europäischen Union, wenn ich mich nicht irre, unter 30% oder so. Und es gibt sehr starke Werbungskampagnen, aber es klappt einfach bei uns nicht. Wir sind sehr skeptisch
dem ganzen Regime gegenüber. Aber sprechen wir über das Endspiel des Kapitalismus so. Was stellen Sie sich vor, wann wird wirklich das ganze Weltwirtschaftssystem so auseinanderbrechen, sagen wir mal? Das Wirtschaftssystem hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich. Das Finanzsystem ja, das sehe ich als nahe am Zusammenbruch und darauf warte und hoffe ich eigentlich nicht, weil ich eine Katastrophe sehen will, sondern weil ich das als die einzige Chance sehe, dass sich was bessert, weil jetzt sind die Machtverhältnisse so festgefügt, dass ich da kaum, es muss ja grundsätzlich das System geändert werden. Ne? Und mein Vorbild ist, mein Hoffnungsträger ist Island, wo man 2008, 2009 in der Krise gesehen hatte, ne? Die hatten drei riesige weltweit aktive Banken mit ganz riesigen Bilanzen, die dann pleite waren in der Krise. Ein Land mit einer knapper Million Einwohner, die hätten sich das nicht leisten können, diese Banken rauszuhauen, zu subventionieren, dass sie überleben. Sie wurden massiv unter Druck gesetzt, es zu tun. Also England hat fast eine Kriegserklärung angedroht. Ich übertreibe nicht. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben Untersuchungsausschüsse gemacht, sie haben Banker ins Gefängnis geworfen, sie haben die Banken aufgespalten in einen kleinen Teil, der wichtig ist für den Zahlungsverkehr und weitere Kreditvergabe, und den großen Rest haben sie pleite gehen lassen zum Schaden der meist ausländischen Gläubiger. Und auf diese Weise hat Island, die isländische Bevölkerung, wenig Schaden aus dieser riesigen Krise gehabt und hat heute eine sehr progressive Regierung. Und so stelle ich es mir auch vor, übergeordnet, wenn dieses Finanzschneeballsystem zusammenbricht, ja. Und so groß ist, dass man auch nicht mehr auf die Idee kommen kann, es auf Staatskosten die Kapitalbesitzer zu entschädigen und die Banken am Laufen zu halten, dass dann eben was passiert, dass die Leute sagen, wir machen das wie in Island, das geht alles pleite, das, was wir brauchen, führen wir in staatlicher Hand weiter, und die Kapitalbesitzer haben dann halt Verluste gemacht. Ne? Dann müsste das für die produzierende Wirtschaft, wo die Leute ihre Arbeitsplätze haben und wo tatsächlich was gemacht wird und nicht nur Besitzrechte hin und her geschoben werden, für die müsste das gar keine große, ist immer eine Verwerfung, aber müsste keine Katastrophe sein, sondern könnte eben der Übergang zu etwas Besserem sein. Ja, Sie beschreiben in dem vierten Teil Ihres Buches, so wie Sie sich das vorstellen, dieses System. Und also in einem Interview für Deutsche Welle haben Sie auch gesagt, dass so diese Wirtschaftszitrone kann nicht mehr ausgequetscht werden. Ja? Und wann wird so der letzte Tropfen so träufeln sozusagen? Ja? Wann wird das enden aus Ihrer Sicht? Ja, das ist schwer zu prognostizieren. Also ich gehe davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauert, aber man kann sich da täuschen. Bilanzen sind eben sehr, sehr flexible Dinge. Ne? Wenn die Zentralbank das Geld drucken kann und man die Handhabung der Bilanzregeln so macht, dass jeder noch so windige Anspruch da in die Bilanz geschrieben werden kann, dann kann sich so ein System sehr lange halten. Das geht so lang, bis irgendwann niemand mehr das Geld haben will, ne? Bis es irgendwie zu deutlich sind, dass die Gläubiger dass die Staaten über die Zentralbanken
ihre eigenen Anleihen selber halten, ne, dass das nur noch ein Hütchenspiel ist. Der größte Halter von US-Staatsanleihen ist ja die US-Notenbank, die wiederum eigentlich Teil der Regierung ist, nur irgendwie so getan wird, als wäre es getrennt. Wenn die Regierung ihre eigenen Anleihen kauft, und zwar massenhaft, dann ist das ein Hütchenspiel, ne? Und irgendwann, wenn das zu groß wird, fällt es halt auf. Und wenn keiner das Geld mehr haben will, dann bricht irgendwann das System zusammen. Und wir sehen jetzt so einen starken Anstieg der Inflation. Das interpretiere ich jetzt mal als zumindest Anfang dieses Prozesses, wo wir nicht mehr so weit weg sind, dass das Geld dann irgendwann niemand mehr haben will. Und was das Problem ist eben, die Zentralbanken können die Zinsen nicht mehr deutlich anheben, zumindest inflationsbereinigt nicht, weil die extrem hohen Aktien- und Immobilienbewertungen, die beruhen darauf, dass die Zinsen auf ganz, ganz lange Zeit niedrig bleiben. Das ist eingeplant und eingepreist. Und wenn jetzt die Inflation so steigt, dann treibt es zwar auch die Preise hoch und in dem Umfang kann man auch die Zinsen erhöhen, aber die Realzinsen abzüglich der Inflation kann man letztlich nicht erhöhen, weil sonst würden diese ganzen Bewertungen von Aktien und Immobilien einbrechen. Und das würde das Finanzsystem zerstören, weil dann all diejenigen Finanzinstitute, die diese halten, die wären dann praktisch bankrott. Und deswegen haben die Zentralbanken nicht mehr wirklich Instrumente, um einer größeren Inflation, wenn sie ins Laufen kommt, irgendwie entgegenzuwirken. Von daher glaube ich, so arg lang dauert es nicht mehr. Ich würde eher auf wenige Jahre tippen als auf Jahrzehnte. Ja, ich werde auf jeden Fall auch die Hoffnung haben, wenn die Mehrheit von den Menschen ihr Buch lesen und das alles verstehen. Aber was auch ich sagen wollte, so, können nicht diese Machteliten irgendwie das alles im Voraus sehen? Und wenn das ganze Finanzsystem ja zerbricht und während die Menschen aus dem Konzept irgendwie gebracht sind, können sie das ausnutzen, um das Grundeinkommen einzuführen und so, dann wird eigentlich der entscheidende Punkt sein wahrscheinlich. Ja, das ist meine Interpretation, dass die Machteliten wissen, dass es nicht mehr lange geht. Und so interpretiere ich diese starke Kampagne auf totale Kontrolle, totale Überwachung und Manipulation der Menschen, dass man eben gerüstet sein will, für diese Zeit die Macht zu behalten, trotz aller Umbrüche und es selber steuern zu können. Den Übergang, den ich Übergang in einen in Neofeudalismus nenne. Ja, also der Kapitalismus ist für die zu Ende, weil das mit dieser extremen Ungleichverteilung der Mittel nicht mehr weiter funktioniert. Und ich sehe das auf Neofeudalismus zu steuern und das passiert eben gerade. Die versuchen genau das, die Kontrolle zu behalten bei allen Umbrüchen. Trudeau versucht das, ist gerade schon dabei, dass er es mit allen Mitteln, auch die Mittel schon einsetzen muss, die da entwickelt werden. Ja. Die anderen, das wird jetzt wichtig sein zu beobachten, sowohl für uns als auch für die Machteliten, ob er damit durchkommt. Und die anderen wollen auch in der Lage sein, das so zu machen oder möglichst diese Folterwerkzeuge gar nicht auspacken zu müssen, sondern das auch so steuern zu können, noch irgendwie mit dem Vertrauen der Bevölkerung, das aber langsam ein bisschen weniger wird. Wir müssen dann aufeinander lauern irgendwie. Und, ja, also die Intention des vierten Teils, wo ich die Alternativen beschreibe, ist eben genau für diese Zeit genug Leuten irgendwie klarzumachen, dass Kapitalismus kein Schicksal ist, nicht alternativlos, sondern eine positive Vision, was man wollen könnte, wenn man die Gesellschaft umgestaltet, weil uns wurde ja jetzt über viele Jahrzehnte praktisch eingetrichtert,
dass es eigentlich nichts anderes gibt als Kapitalismus. Kapitalismus wird mit Marktwirtschaft gleichgesetzt, was ja ganz falsch ist, weil Kapital ist die Abwesenheit von Konkurrenz. Wenn das stimmen würde, was im Lehrbuch steht, ne, mit vollkommenem Wettbewerb und so, wo es keine Gewinne gibt, wenn es keine Gewinne gibt, gibt es auch kein Kapital, weil das Kapital, das in den Bilanzen steht, das Kapital des Jeff Bezos, des Amazon-Chefs, mehrere hundert Milliarden Dollar privates Vermögen, bestehen aus künftigen Gewinnen von Amazon nach ihrem heutigen Wert. Und wenn diese Monopolgewinne nicht da wären, wenn es Wettbewerb gäbe, dann hätte er auch kein Kapital oder ein Zehntel von dem, was er hat. Das muss man sich klar machen. Kapitalismus ist die Abwesenheit von starkem Wettbewerb. Und meine Idee ist, Wettbewerb zu schaffen. Ja, Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, zitieren die Wörter von Peter Thiel, der sagt, dass der Konkurrenz ist für Verlierer. Ja. Und okay, wahrscheinlich eine letzte Frage dann. Die Einzelnen können so aufmerksam sein und beobachten und darauf warten, dass das ganze Finanzsystem kollabiert. Und was noch können Sie machen, um sich zu retten? Wahrscheinlich Gold in Gold investieren oder wie können wirklich Einzelne so ungeschoren davon kommen, sagen wir mal. Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich ratlos. Also das ist ein gesellschaftliches Problem, für das es wenige individuelle Lösungen gibt, zumindest ethisch vertretbare Lösungen. Mhm. Ich habe auch eine Weile Gold gekauft, aber das habe ich aufgehört, weil es ethisch eigentlich nicht vertretbar ist, weil es mit riesigen Umweltschäden aus der Erde geholt wird. Ne? Und auch wie das Gold aus der Erde geholt wird in sozialer Hinsicht, also äußerst problematisch. Aber außer Gold fällt mir leider auch nichts ein. Also ich bin auch nicht gut vorbereitet auf das, was ich vorhersage. Ja, deswegen besprechen wir alles, um irgendwie die Wahrheit zu finden. Also man muss sich schon gesellschaftlich dagegen wehren, individuell. Also eine Einheit, ja. Und jetzt, das sind die beiden Bücher. So, das ist das deutsche und die bulgarische Version. Wahrscheinlich wird es auch eine gebundene Version geben. Die schwierigste Frage jetzt von heute. Welche Version gefällt euch Ihnen besser? Ich finde die deutsche Version sehr schön, muss ich sagen. Ja. Aber die bulgarische ist auch sehr dynamisch. Also ja, sehr dynamisch, wirklich schwer zu entscheiden. Ja, das war natürlich. Ich habe ja auch mal ein halbes Jahr Bulgarisch gelernt, als 89 oder 90 ist an meiner Universität eine Kooperation mit einer Uni in Sofia geben sollte. Ja. Aber die Kooperation hat sich dann leider zerschlagen, sodass ich nicht nach Bulgarien kam bisher. Dann können wir so Ihnen das bulgarische Buch zukommen lassen und Sie können noch einmal anfangen, Bulgarisch dadurch zu lernen. Das wäre eine gute Option, ja. Genau, ich kann das Lesen wieder lernen, ja. Ja. Also den Titel kann ich schon lesen. Ja. Das Lesen klappt noch. Ja, das ist natürlich das Finalspiel. Endspiel als Begriff ist nicht so bekannt in Bulgarien. Und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung für das bulgarische Publikum, ja. Okay, ich bedanke mich dann für dieses sehr schöne und so aufschlussreiche Gespräch und ich hoffe, dass das Buch viele, viele Menschen auch hier in Bulgarien erreichen wird, weil das auch ein ungeheuer wichtiges Buch ist. Ja, ich sage es als Übersetzer, die Menschen werden das verstehen, nachdem sie ja das Buch lesen. Ich danke auch und freue mich sehr, dass das Buch nach Bulgarien kommt.